Ah. Du. Ein wunderschön, meine Damen und Herren. Hier, herzlich willkommen bei SimRace TV. Mein Gott, ich kann es gar nicht mehr sprechen. Und ja, die Déjà-vus nehmen kein Ende. An meiner Seite Max Pelker. Herzlich willkommen, Max. Ja, einen wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite. Ja, ich freue mich. Mehr erstmal später. Ja. Genau, wir freuen uns total heute alle, Mann. Es ist ein Tag der puren Freude. Und das liegt einfach daran, dass wir heute Abend vorhaben, mal gucken, wie lange wir das durchhalten, die 6 Stunden hier zu übertragen. Keine Gewähr auf diese Angabe. Ich glaube nicht, also wenn man so ganz ernsthaft drüber nachdenkt, ich glaube nicht, dass wir tatsächlich 6 Stunden am Stück jetzt hier dieses Rennen übertragen. Vielleicht lassen wir es dann noch ein bisschen laufen, aber dann muss auch irgendeiner 2:30 aufstehen und den Stream ausmachen. Mal gucken, wie lange wir machen. Und ich denke mal, das Ganze dient hier heute alles so ein bisschen der so ein Stabilitätstest. Wir wollen mal schauen, wie lange das läuft und ob es läuft und ob der Server durchläuft und ja, das R-Factor Building, was jetzt hier hinterliegt, dem Ganzen, ob das so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Und was machen wir hier überhaupt? Genau, die 24 Stunden Delazard in der 10. Ausgabe, das 10-jährige Jubiläum. Und irgendwie ist das schon alles ein bisschen was Besonderes dieses Jahr. Vor allem, dass es so entspannt zugeht. Also, ich weiß nicht, Max, hast du schon ein bisschen was mitgekriegt so? Warst ja nicht allzu häufig da, ich ja auch nicht, aber... Ja, ist schon ziemlich ruhig, ne? So im Großen und Ganzen. Ich habe zwar viel im Forum mitgelesen, aber erstmal habe ich die Hälfte nicht verstanden, weil ist ja alles auf Ausländisch. Und nein, natürlich nicht. Aber da gebe ich dir schon recht, es gab schon stressigere Jahre, behaupte ich mal. So vom Mitlesen und Mithören. Also, ja. wenn man einfach mal davon ausgeht, dass wir hier irgendwie, ich glaube, während der ganzen 6 Qualifikationsrennen ganze 3 Beschwerden zu bearbeiten hatten. Das hatten wir normalerweise in einem Qualifikationsrennen pro Klasse. Also, ne? Und das war eher das Minimum. Also, oder der Schnitt. Also, es war wirklich erstaunlich. Das ging schon vom ersten Tag an. Also, Leute haben ihre Startnummern richtig gewählt. Die haben geguckt, was ist schon vergeben, was nicht. Und schon bei der Registrierung völlig stressfrei. Alles bisher total stressfrei gelaufen. Gut. Dass wir uns in Le Mans befinden, wo derzeit ja auch das reale Rennen gerade stattfindet, das ist unschwer zu erkennen, auch wenn wir noch nicht so viele bewegte Bilder jetzt hier gesehen haben. Wir wollen uns jetzt mal so ein bisschen dem 1 Minute 50 vor Ende des Qualifyings zu diesen 6-Stunden-Test mal so ein bisschen der dem Scoring widmen. Und da sehen wir doch in der GT-Klasse ganz spannend. Vortex Motorsport auf, wo haben wir sie? Mal gucken, ob wir die hier hinkriegen. Ja, die stehen natürlich in der Box, das war klar. Das erste Auto, was ich hier fahren zeigen will, das steht in der Box. Vortex auf Platz 1. Witchwood ist dann auf Platz 2. Die stehen natürlich auch in der Box. Und sehr schön dieses Jahr auch, wir haben so kleine Team-Logos rechts unten neben den Fahrereinblendungen. Das finde ich ganz witzig, auch wenn keiner damit was anfangen kann, weil diese Logos sind natürlich in etwa so bekannt wie Coca-Cola. Aber das ist mindestens. So. Und es hat sich jetzt gerade etwas getan. No Limit Motorsport GTE ist auf die 2. Position gefahren, logischerweise in der GTE-Klasse. Und jetzt ist Witchwood auch vom Podium geschubst worden, weil MRS Simracing GTE ist jetzt auf der Position 3 gelandet. Das wären die Positionen, oder ja, das wäre das Podium, so es eins gäbe im Qualifying. Gibt es aber nicht. Und Vortex auch in der LMP-Klasse auf Platz 1. Da müssen wir nicht gar nicht lange suchen, aber auch die stehen in der Box. Ey, das sind alles verwöhnte Gören, kann das sein? Ehrlich? Also ich meine, die sind auf Platz 1 und schon glauben sie, sie müssen nicht mehr fahren. Aber die GRL lässt sich das natürlich nicht nehmen. Außerdem sieht man das ja hier, wer in der Box ist. Die sind ja rot hier. Ach Mensch, das ist ja alles neu. Genau, Peter Grau ist momentan am Steuer der GRL XF Racing LMP1 auf der 2. Position.
hier momentan in diesem Qualifying und auf der 3 haben wir Sweebite Motorsport. Motorsport, Entschuldigung. Mit dem Marius Bert am Steuer. Aber auch der sitzt oder steht in der Box. Deswegen gucken wir mal so ein bisschen noch dem Peter Krau zu. Wenn die GT-Fuzzis nicht fahren wollen, dann müssen wir halt LMPs zeigen. Genau. So, Gott sei Dank sind wir jetzt schon hinter der Mulsanne-Kurve, sonst hätten wir das Phrasenschwein jetzt schon finden können. Genau. Ich habe mir fest vorgenommen, da packen wir dieses Jahr überhaupt nichts rein. Ja, also wir kommen komplett ohne Phrasen aus. Ja? Oh komm, nee. Das glaubst du selber nicht, oder? Nee, das ist schon. Nee, das klappt doch nicht. Doof. Gibt Dinge, die sollte man sich nicht vornehmen. Genau. So, warum kann ich jetzt hier... Aha, okay, das Qualifying ist zu Ende. Beziehungsweise hier steht irgendwas. Also bei mir steht's Bild. Ach nee, es läuft wieder. Ja, was jetzt? Hast du ein laufendes Bild? Nee, im Moment nicht. Jetzt? Nein. Nee, im Moment gibt's nur Standbilder von Peter Grau, aber ich denke mal, das legt sich gleich wieder, ja. Hoffe ich. Ja, das Problem ist, dass wir ein bisschen viele Teams hier haben. So, genau. Jetzt gucken wir mal, ob der Peter dann wieder fahren möchte. Oh oh, ich komme da gar nicht rauf. Doch, jetzt. Aber er ist scheinbar in der Box und das Quali ist zu Ende. Also, und ich sehe auch jetzt, ich habe. Ja, also muss ich sagen, herzlichen Dank schon mal. Also, zwei Teams haben schon mal jetzt drauf gehört. Und wir bitten darum, dass noch weitere 3 Teams jetzt den Server verlassen. Noch 2. Vorher kann ich nicht oder mag ich nicht umschalten, weil ich nicht weiß, was passiert, weil Stefan hat mir mal gesagt, wirklich alles, was über 45 ist, macht tierisch Probleme. Ja, das ist jetzt aber auf die Anzahl der Teams bezogen, nicht auf das Alter, oder? Dann wäre ich ja schon tot. Okay, 45 sollte gehen. So, und dann gehen wir jetzt es ist ja doch halb 9 geworden, bevor wir hier anfangen können. Was ist denn das jetzt für eine Session hier? Wo steht denn das? Ah, Warm-up. So, meine Damen und Herren. Jetzt sind wir in der Race-Session. Und ihr seht, es ist strahlend blauer Himmel. Es ist total schön, aber ich kann euch versprechen, das ist nicht zwingend. Wieso ist das jetzt finished hier? Ah, okay, der schaltet jetzt hier durch. Okay, Race Countdown. Genau. Und dann stehen die da auch schon. Wäre schön, wenn... da stehen ganz viele. Guck mal. Guck mal. Es wird, ja. Es wird voll. Ja.
Ja, aber wir haben hier wirklich Standbild. Ich würde jetzt mal Folgendes machen. Ich würde Max dich bitten, mal den RRD zu schließen. Ja. Also ihr habt ja alle ein Bild. Das ist ja alles hübsch. Da besteht schon eine Verbindung. Was ist denn das für ein Scheiß? Ach, deswegen brauche ich mich auch nicht wundern. So. So, und jetzt kannst du da wieder raufgehen. Und ich hoffe, wir haben jetzt ein bisschen, wir als Kommentatoren haben jetzt ein etwas flüssigeres Bild. Das Ja, sieht und das sieht hervorragend aus, ja. würde ich auch so sehen. So, meine Damen und Herren, also in der LMP-Klasse steht GALXF Force Rewide Motorsport und Avid Chronic Racing. Auf der 4 dann Endurance Racing, auf der 5 One Echo, ich denke mal, die heißen so. Sonic SRC Radio auf der 6, auf der 7 SimHQ Motorsports, auf der 8 RF2 Motorsport Endurance Team LMP, dann auf der 9 die Amigos VDS Martini Racing, auf der 10 RPMAPS. Denk mal, das heißt RP Maps, oder? Nee. Egal, die sind jedenfalls auf der 11. Witchwood ist auf der 12. Auf der 13 haben wir MRS Simracing LMP. Turn in Oversteer haben wir auf der 14 und auf der 15 haben wir Vortex P1. Warum die jetzt so weit unten stehen, weiß ich nicht, weil die standen eigentlich vorher ganz oben. Aber das werden sie verkraften, weil das ist hier kein. So, und dann gucken wir nochmal in die GT-Klasse und da haben wir WUD. Ach nee, Moment, das stimmt ja jetzt alles gar nicht mehr. Oder? Doch. WUD Multigaming e.V. haben wir auf der 1, auf der 2 No Limit Motorsport. Ach nee, das sind die ganzen Positionen, die kommen jetzt hier komplett durcheinander. Und Witchwood auf No Limit auf der 2 und Witchwood auf der 3. Ich will da mal jetzt nicht allzu viel weiter vorlesen, ob das jetzt wirklich hundertprozentig stimmt hier in diesem Timing. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. So. Ah, die müssen sich nämlich hier erstmal sortieren. Irgendwie sortiert sich das ganz komisch. So. Peter Kraus steht jedenfalls von Marius, Bert und Martin Fuhrmann. Und der, genau, Sierrei Pagonia steht vor Michael Reiter und Christian Fegel. Und das Michael Reiter, wird er überhaupt mit? Ja, ich denke. Ja, aber der wird mir ja gar nicht gelistet. Aber egal, gut. Passt schon. Kriegen wir irgendwann hin. Wir haben ja noch Kriegen ein wir bisschen alles? Zeit. Irgendwie habe ich Ne? dir eigentlich schon mal erzählt, dass ich gar nicht mehr rauche. Nein. Schon seit Aber anderthalb Kaffee Jahren nicht trinkst du mehr. noch, oder? Ja, natürlich, Ja, dann ist natürlich. gut. Das ist, Ja, ne, auf ja. Rauchen kann man verzichten. Na, Kaffee, den müssen wir irgendwie. Der muss. Ne? Also Nee, bleiben. also. Nee, also. No. Das ist tatsächlich. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe das schon. Ich habe ja, glaube, das dritte Testrennen habe ich ja schon gestreamt. Da habe ich gemerkt, mir fehlt irgendwas. Ich war ständig mit den Pfoten irgendwo am Rumwuseln. Also ist mir noch bei in keiner anderen Situation so bewusst geworden wie wie da. Also so. Das heißt, das ist jetzt die eigentliche Reconnaissance Lab.
wenn die jetzt über Start und Ziel fahren, fahren die jetzt noch eine Runde. Sollten sie jedenfalls. Und die sollten sie auch mal aufhören, sich jetzt gegenseitig zu überholen. So, ich mache mal nochmal einen kleinen Test, ob der Stream auch wirklich läuft. Irgendjemand schreibt mir hier was. Der Marvin Philippin schreibt mir, kein Warm-up, Fahrer sind noch auf der Toilette. Ja, das tut mir jetzt leid. Ich hatte das aber im Briefing gesagt. Naja, nee, habe ich nicht gesagt, also nicht explizit. Ich habe nur gesagt, dass wir so schnell wie möglich durchkommen. Ich wollte jetzt nicht da noch ewig Warm-up machen, sondern dass wir hier... Die Jungs müssen einfach mal lernen, was Zucht und Ordnung ist hier. Wie kann das sein, dass man zum Qualifying geht und nach dem Qualifying auf Toilette muss? Also, bitte euch. Ernst. Es gibt auch Dinge, die kann man während der Fahrt erledigen. Genau, genau. Dafür gibt es Beutel und Katheter und ich weiß da gar nicht was. Also ich glaube, ja. Jetzt geht's gleich los. Ne? Dann sieht es ja, so nach Double File aus, was die Jungs das, da machen. Ja, das sieht mir so ein bisschen, ja, so ganz gedoppelt sieht das noch nicht aus. Aber trotzdem gibt er Gas, ne? Ich glaube, Peter Grau holt Schwung. Jawohl. Ja, dann ist das Rennen jetzt wohl gestartet. Würde ich mal so sehen. Ganz genau. So, jetzt muss man nur noch mal in der GT-Klasse gucken. Achso, das ist ja wieder eine andere Maus jetzt hier. Das müsste dann die 24 sein. Also das sieht hier alles ganz wunderprächtig aus. Keine größeren Vorkommnisse. Und die sind auch schon unterwegs. Richtig gut. Und wir sehen hier wunderbar, oh, da lag ein Teil. Da lag eine Front eines LMPs, habe ich liegen sehen. Wir sehen, alle, die hier weiß sind, haben es noch nicht geschafft, eine Woche vor dem Event ihre Skins abzugeben. Allerdings muss man den Jungs zugute halten. Das ist übrigens Dennis Kieseling hier von Vortex, der hier vorne in der weißen Corvette fährt. Muss man den Jungs zugute halten, dass irgendwas mit der E-Mail-Adresse nicht richtig funktioniert hat und dass der Stefan Kahnitz eine andere E-Mail-Adresse gepostet hat, wo die das hinschicken sollen. Das ist einfach noch nicht zu jedem durchgedrungen, aber wir sind guter Hoffnung, bis nächste Woche diese Skins alle zu erhalten. Genau. So, wir können eigentlich so gar nicht wirklich irgendwas erzählen. Außer, dass das Rennen läuft, weil, wie gesagt, jetzt im Moment ist hier alles noch in der Selbstfindungsphase. Das heißt, die gucken erstmal so ein bisschen, wo denn ihre Positionen sind. Und wir schauen mal einfach auf die All hier. Oh Gott, was heißt denn das jetzt? Was denn? In der Spalte BF stehen da so Zahlen. Was sind das für Zahlen? Ja, da fragst du jetzt den richtigen. Ja, gut. Ne? Das werde ich bei Gelegenheit Marcel mal fragen. Ja. Auf der 5 sieht es eigentlich gerade ganz lustig aus. Na, hier sieht es überall ganz lustig aus. Es ist eigentlich egal, wo man jetzt hier hingeht. Mal lieber dahin und schauen mal. Ja, Mensch, ich habe ein Überholmanöver gefilmt. Ey, cool. Ja, und dann noch an einer der spannendsten Stellen hier, direkt vor der Porsche-Kurve. Wäre jetzt noch ganz großartig, wenn ich auch wieder zurückkäme. Ah. Ja, ich sehe schon, wir haben noch nicht alles verlernt, Lutz. Bis nächste Woche haben wir das alles wieder im Griff, da bin ich mir sicher. Aber sowas von. Ne? Also, aber wenn nicht dann, dann eben nicht. Ja, das könnt ihr euch gar nicht ausmalen, wie wir das drauf haben. Ja, genau.
Ja, sieht auf jeden Fall bis hierhin relativ zivilisiert aus nach einer Also Runde. es, Also. ich muss ehrlich sagen, mir es passiert mir so wenig. Naja, gut. Naja, Also, komm, jetzt schreist nicht herbei, ne? Also, nee, nee, das darfst du nicht machen. nee, wollte ich auch gar nicht, sondern es ist tatsächlich so, dass also wir hatten Jahre, da war es so chaotisch in den Testrennen schon, bevor überhaupt die Qualifikationen losgingen, wurden ja immer so ein, zwei, drei Testrennen gefahren, dass wir schon überlegt haben, das Event wieder ganz abzusagen, weil da ging gar nichts. Also die haben sich nur das Blechkleid abgefahren. Und naja, und irgendwie zum Event dann war immer alles top. Also gab es nie Probleme größerer Art. Natürlich gab es mal einen Unfall, aber der passiert ja nun weiß Gott immer und überall. Aber nicht so ein chaotisches Verhalten auf der Strecke. Und ja, das ist irgendwie, es ist einfach schön anzusehen, definitiv. Und ich sehe gerade, dass dieses TV-Plugin kann man auch tatsächlich mit den Plus-Minus-Tasten durchschalten. Und die Anzeige macht das mit. Das war ja bei R-Faktor 1 nicht so. Und hier ist natürlich richtig was los. Die sind alle sehr, sehr eng beieinander. Hat aber auch damit zu tun, dass die bereits seit April trainieren und alle so mehr oder weniger auf einem Level sind. Wir mussten leider unser Live-Timing, was dann auch so ein bisschen aufgezeichnet hat, das mussten wir leider auf unserem Game-Server abschalten, weil es echt Probleme gemacht hat. Und so, jetzt zucken die ja alle ein bisschen. Da kommt noch einer hinterher. Ja, Witschwood wollte eigentlich schon immer mit zwei Autos in der GT-Klasse fahren, aber da sind noch andere. Ey, hier, guck mal. Max. Ja. Plague Delaney. Was ein geiler Name, ey. Der Typ, Ja. der gehört in irgendeinen Hollywood-Blockbuster. So Plague Delaney versus Sylvester Stallone oder so. Weißt Ja, du? wobei Sylvester Stallone doch schon ein bisschen gedamaged aussieht jetzt mit den Jahren. Also ich hoffe Naja, mal, gut, der hat da ja auch genug geht's. auf die Fresse gekriegt. Ja. Nee, aber bei solchen Namen denke ich mir auch immer, du bist im falschen Bett geboren, aber da hat man Echt mal. leider keinen Einfluss drauf, ne? Ist halt so. Und hier Deswegen. haben wir den Kollegen, Oh. der die Front verloren hat. Jawohl. Das sieht auf jeden Fall nach einem Zwangsstopp aus, dann jetzt gleich. So. Und so wie es aussieht, ist hier. Oh, was ist jetzt? Da war doch eben, wurde mir doch angezeigt. Marius Bert, aber das ist offensichtlich gar nicht mehr so. Marius Bert ist auf 1. Sollte er eigentlich, aber mir wird jetzt auch hier in der GT-Klasse Vortex angezeigt. Ach nee, bei Marius Bert in der, Also richtig. Ja, gesamtführend nee, 1, genau, deswegen. Ja. genau. Ja, okay. Ja. Nee, aber Dennis Kieseling von Vortex GTE führt jetzt hier die GT-Klasse an. Gefolgt von was? Ach nee, Sierra Pagonia. Oh, nee, ich sehe hier gerade Stefan Bäumer, das kann doch gar nicht sein. Ja, steht aber da. Nee, komm. Das müssen wir noch mal. Nee, Stefan Bäumer kann nicht auf zwei fahren, das geht gar nicht. Der ist Tatsächlich? aber, ja, ist doch so zu. Nein! Also, ich bitte dich. Jetzt Oh mache ich Gott, nicht dann. schlechter, als er ist, wahrscheinlich. Nein, das geht gar nicht um schlecht oder nicht schlecht. Also, Hoffe, der Junge hört nicht zu jetzt gerade. Mensch, so Ja, viele das hoffe Rennen ich mal schon. auch nicht, weil er weiß ganz genau. Also, er ist ja früher für Sackschwitze und dann später für, wie war das? Toeids on Car oder so. Dog Racing, genau. Gefahren. Und jedes Mal, wenn man die Herrschaften irgendwie im Bild hatte, ob den Kai Sichotzki oder sonst irgendeinen, dann haben die irgendeinen Scheiß gemacht. Also dann sind die vor den Baum gefahren oder vor die Leitplanke oder Auto ist kaputt gegangen oder hat ein Disconnect oder irgendwas ist dann immer gewesen. Ja. Und das Kai, Stefan Bäumer auf Position 2. Also das
Müssen wir jetzt echt für die Nachwelt festhalten. Ich kann mich entsinnen, er ist mal in meiner Porsche-Liga, ist er mal tatsächlich auch auf irgendeinem Podestplatz, ich glaube zwei oder, ja, in Laguna Seca. Und da ist ihm irgendwie zwei Runden vor Ende ist ihm der Sprit ausgegangen. Das war das einzige Mal, dass ich ihn erlebt habe, dass er überhaupt in Podestnähe war. Ja. Gut, aber nichtsdestotrotz und CRI Pagonia von VOD Multigaming e.V. auf der 3. Meines Wissens ist der Junge aus der Ukraine, wenn ich mich ganz schwer täusche. Ja, vom Namen her würde ich jetzt auch Ukraine tippen erstmal. Wissen tue ich es aber nicht jetzt. Also. Ja doch, der ist schon ein paar Jahre mit dabei. War auch mal mit eurem russisch-ukrainischen Team. Muss man ja heutzutage vorsichtig sein, wenn man die beiden Länder in Verbindung bringt. Unterwegs. Und ich bilde mir ein, ich glaube 2014, da hat er auch mal zumindest kurzfristig gibt es hier ein Überholmanöver und das sieht aber ziemlich fluffig aus, wie der hier vorbeigeht, oder? Ja, schön aus dem Windschatten raus, hat auch einen ordentlichen Topspeed-Überschuss gehabt. Ach, anscheinend. Ja, hat Stefan überholt, ja logisch. Ja. Stefan ist da klemmt wahrscheinlich eine Bierdose unter dem Gaspedal genau. Oder so, ich weiß es nicht genau. Genau. Ich krieg nur 80% Gas, ich weiß nicht warum, ja. Bierdose unterm Gaspedal. Wäre wahrscheinlich auch nicht der Erste hier in unseren Reihen. Nee, aber 80% wäre dann schon noch ganz schön viel. Hat also schon ziemlich klein getreten. Wollen wir mal hoffen, dass sie leer war. Ja, ja jetzt mit Sicherheit. Jetzt schon, genau. Nasse Füße. Ja. Genau. Oh, Blake Delaney verliert gerade Position. Das gefällt mir überhaupt nicht. Nee, das ist ganz blöd. Wo fährt denn der gerade? Ja, wenn ich das wüsste, würde ich das sagen. Warte mal eben, ich guck mal ganz kurz in die Liste. Da ist er gar nicht drin, irgendwie. Ja, wir haben ja noch diese wunderschöne andere Liste. Da geht man einfach mal Steuerung F. Nee, das war die falsche Tastatur. Und gucken mal nach Plague. Ach, da, ich hab ihn. Da ist er, auf der 17. Oh. Hast du ihn schon? Ja, warte mal, ich probiere das jetzt mal hier. Guck mal, da ist er, ne? Da ist er. Ah, guck mal, da ist er. Und jetzt können wir nämlich gucken. Ja, könnten wir, aber da steht nichts, ne? Nee, ich sehe da nichts. Bitches. Nee. Aber man kann, glaube ich, auch noch nach wie vor auf ganz oldschool R drücken, auf den R-Faktor. Aber auch da sehen wir nichts. Ja, vielleicht hat er auch Position gut gemacht und ich habe die Grafik fehlinterpretiert. Das kann auch sein. Ja? Naja, stimmt schon. Wenn man den Monitor andersrum stellt, dann rutschen die von unten nach oben. Ach, Gottchen. Ich merke schon, ja. Gut, aber jetzt haben wir den Blake nochmal formatfüllt im Bild gehabt. Ja, alleine des genau. Namens wegen müsste er eigentlich eine extra Kamera kriegen nächste Woche, finde ich. Ja, richtig. Finde ich auch. Finde ich auch. Ja. So. Was tatsächlich blöd ist. Ach, da. Macht der das? Das macht der! Weil hier. Da passiert jetzt was, ja? Da sollte was passieren. Ich weiß es gar nicht, wie weit der zurückspringt. Ja, normalerweise springt er dann auch so weit, dass er das Ereignis nochmal im Bild hat. Ja, das... Ah, das war das... Nee. Na, egal. Gut. Wir zeigen ihn wieder live. Ich hoffe mal, dass das live ist. Das ist live, genau. Das wenigstens so auf die althergebrachten Hilfsmittel kann man sich noch verlassen, den R-Faktor, nämlich wenn man nicht hundertprozentig weiß, ob man live oder im Replay ist, macht man die Tab-Taste und man sieht, wenn eine Ping-Anzeige neben dem Namen ist, dann weiß man, man ist live. Und wenn die fehlt, ist man im Replay. Wunderbar. So, da blitzen sie schon wieder. Allerdings nicht die, die wir eigentlich wollen. Habe ich da in diesem Video tatsächlich gesagt, vielleicht ist der gerade pullern?
Ja, früher durfte man sowas noch sagen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ja. Ich bin ja wirklich froh, dass ich so gut erzogen bin, dass ich solche Begriffe benutze. Ja. Oh Gott, und keiner, der hier eventuell zuguckt, weiß, um was es geht. Aber ja, ein paar schon. Aber egal. Ja, man muss ja auch nicht alles wissen. Ja, richtig. Wir haben ja gemerkt in der Vergangenheit, dass egal, was hier so erzählt und gesagt wurde, ja, man muss nicht alles wissen, um es gut zu finden oder lustig oder was auch immer. So, jetzt habe ich mal hier einfach so wild ins LMP-Feld geschaltet, ja, so auf Verdacht hin. Da ist nämlich ein schönes Grüppchen. Ich glaube, ein Vierer-Grüppchen ist es jetzt aktuell. So Platz 6 bis 9 müsste das umfassen. Ja. Und der Rickard Norgren, der macht jetzt hier eine Position gut gegen einen anderen Porsche, den ich jetzt namentlich leider nicht zugeordnet kriege auf die Schnelle, aber man sieht, überholen geht, ja. Mit oh, da ist ein Porsche, aber jetzt irgendwie, das sah komisch aus. Moment, das war blöd, ja. Wir haben ja hier so nette Features, die wir hier ein- und ausblenden können. Hier sehen wir nämlich dann auch mal die Abstände und besten und letzten Rundenzeiten. Also die Abstände in den besten und letzten Rundenzeiten, wobei ja bei so einem Live-Bild eher die letzte am spannendsten ist. Müsste man nur noch lesen können, was da steht. Aber, genau. Halbe Sekunde. Genau, jetzt ist es... Ah! Wie hast du das gemacht? Ja, wenn ich das wüsste, warte mal. Mal eben. Gott. Jetzt haben wir ein Standbild, oder? Sehe ich das falsch? Nee, es läuft. Warte. Ich hatte gehofft, dass ich den Unfall in der Schikane nochmal reinbekomme, aber... War nicht. Das war irgendwie nicht richtig, glaube ich. Ich versuche es jetzt nochmal hiermit. Also, nehmt es uns nicht übel. Wir bedienen hier dieses Ganze unter R-Faktor 2 das erste Mal, so richtig. Mit irgend so einem Tool über, ja, so eine Fernsteuerung. Und es ist halt ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Und diese 6 Stunden heute ist natürlich für uns auch ein Test, um diese ganzen Features zu erkunden, damit wir nächstes Wochenende da eine einigermaßen perfekte Show abliefern können. Genau, damit das dann besser aussieht, sag ich doch beim Wort. Ja, ja, ne? Gegen die Bilder, für die Bilder können wir nicht viel tun, aber dass es fluffig läuft, da können wir schon ein bisschen was machen. Genau. Ja, zumal die Liste, die ist jetzt auch so lang an Fahrern. Ich muss den Monitor quasi hochkant stellen, damit ich die alle sehe. Ja, das kommt ist auch noch dazu. So. Ja. Und dann ist das wieder so, dass wenn die überholen, du wieder denkst, die fallen zurück. Und ja, und hier haben wir eine der diffizilsten Stellen, nämlich diese Porsche-Kurven, Zufahrt auf die Ford-Schikanen. Da ist es tatsächlich so, dass, ich glaube, in der Realität... Es gibt kein wirkliches Überholverbot, aber alle LMPs sind angehalten, da extreme Vorsicht walten zu lassen, weil es wirklich kreuzgefährlich ist. Ich habe heute in dem Livestream auf Eurosport vom realen Event, war das total lustig. Da haben die Kommentatoren erzählt aus den freien Trainings, wie die LMP und die GT-Fahrer sich da in die Haare kriegen. Und irgendeiner dieser ganz super schlauen LMP-Fahrer hat dann vorgeschlagen, ja, vielleicht sollten wir einfach mal die Cockpits tauschen. Ich glaube, das habe ich schon 2008 das erste Mal gehört. Wenn nicht sogar 2007, obwohl da hat man noch nicht wirklich Klassen. Aber 2008 tatsächlich. Also diese Diskussion ist, glaube ich, so alt wie ein Multiclass-Race, so lange wie es Multiclass-Races gibt. Also ist einfach so. Und der eine GT-Fahrer sagt dann, ja, wenn der da kommt, dann block ich einfach. Und dann hat er da irgendwie, das ist wirklich die Diskussion, die wir seit Jahren hier im Forum haben, gibt es auch in der Realität. Ich weiß gar nicht, warum wir uns da jemals drüber verrückt gemacht haben. Ja. Ja, und jetzt, wo wir gerade Überrundung angesprochen haben, haben wir gerade ein schönes Doppelüberrundungsmanöver gesehen hier von den beiden LMPs. Einer rechts, einer links vorbei am GT. Ja, so kann es auch funktionieren. Ja, und wie du schon sagst, die Diskussion hat man jedes Jahr wieder. Ja, dann hat man mal wieder so einen Tag, wo man drüber streitet. Und ja, am Ende ist es eigentlich völlig egal, ja, weil
ist ja für alle gleich. Ja, und jeder muss irgendwie dran vorbei und früher oder später verliert man immer ein bisschen Zeit beim Überrunden, dann ist beim nächsten Mal ist der andere wieder dran und umgekehrt, also irgendwo gleicht sich's aus. Ja, der Mann selber denkt ja immer, man verliert immer am meisten Zeit. Gefühlt jedes Mal eine halbe Minute pro GT, den man zu überrunden hat, aber ist ja gar nicht so, ja? Nee, und auch wenn man wirklich mal im GT-Tempo dann durch die Porsche-Kurve muss, ja meine Güte. Ich hab's nicht ausgemessen, aber lass es 5-6 Sekunden sein, die man vielleicht verliert. Also ein bisschen mehr sein. Nächste Runde klappt wieder und dann holt man die Zeit auch wieder auf im Idealfall. Max, hast du das eben gesehen? Oder was habe ich hier gesehen? Wieder? Dieser kleine französische Kleinfahnenschwenker hier. Ehrlich? Ja, der sah aber relativ groß aus dafür, dass er so klein ist. Da kamen irgendwie 15 Autos gefahren und er hält die blaue Flagge raus. Ja, wem denn? Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich wahrscheinlich für alle dann. Ja, ne? Lass mal euch alle gegenseitig vorbei. Genau. Also, lustig. Ja gut, nee, das ist eigentlich gar nicht lustig. Da wird wohl irgendein GT da mit einem Mann gewesen sein. Aber ja. Das ist halt mal einfach... das sind halt so Spielereien, die hatten wir bisher nicht. Und da gab es eine blaue Flagge, die vielleicht irgendwo im Scoring angezeigt wurde oder gegebenenfalls der Fahrer hat irgendeinen blauen Punkt in seinem HUD irgendwo gesehen. Aber... Jo, und hier haben wir das. Hier haben wir genau das, was ich gesagt habe. Wenn man hier dran hängt, ist, ja, und dieses Lichthupe geben ist auch nicht wirklich das Grüne vom Ei und das Grüne von OGC. Und dann fährt einer davon auch noch in die Box. Habe ich eben gesagt, das Grüne vom Ei. Ja, hast du, aber ich wollte nicht drauf eingehen. Ich dachte, vielleicht hat es keiner gehört. Ja. Nee, ist ja in Ordnung. Also ja. War schon auch so gemeint. Ich meine, das Ei kann ja auch schon mal ein bisschen älter sein. Dann ist es tatsächlich grün. Aber. Oh Gott. Ja, aber du hast gerade die Lichthupe angesprochen. Das ist zum Beispiel eine Geschichte, so als GT-Fahrer, ich behaupte mal, ab einem gewissen Zeitpunkt merkst du gar nicht mehr, dass du da Lichthupe kriegst. Da interessiert dich ein Toten, ob da einer Lichthupe gibt oder nicht. Ja, du fährst deinen Stiefel da durch die Kurven durch und lass den LMP mal gucken, wo er bleibt im ersten Moment. Ja. Denn GTs haben ja auch so die Eigenart, dass sie wirklich auch, egal wie viel Mühe die sich machen, die brauchen ja wirklich die volle Kurvenbreite, ja, von Eingang bis Ausgang, wo ein LMP dann vielleicht auch mal ein bisschen weiter innen fahren kann und trotzdem schneller ist als der GT. Wir sehen ja auch oft gerade die erste Porsche-Kurve, dass da teilweise außenrum noch überholt wird, was ja auch durchaus geht, was ja auch funktioniert. Nur ich als GT-Fahrer, wenn ich es dann mal gemacht habe, ich habe dann auch irgendwann gesagt, okay, gib du mal Lichthupe, du kommst schon noch früh genug an deinen Punkt, wo du überholen kannst, weil es gibt halt nur diese eine Linie für GT, die wirklich funktioniert und da muss man halt auch wirklich ein bisschen Rücksicht mitbringen. Aber bis jetzt sieht das doch alles ganz gut aus hier. Ja. Definitiv. Und auch hier haben wir das OGC-Logo. Also das ist dann schon mal eher etwas für mich. Also da kann ich schon mal was anfangen. Das habe ich schon mal gesehen. So, die Jungs haben noch kein Logo hier. Die haben auch noch nicht mal einen Teamnamen. Das kann aber gut sein, dass das jetzt auch Teams sind, die mehrere Autos, also ein Team mit mehrfach auf dem Server ist, also mit mehreren Fahrern, was normalerweise ja nicht Sinn der Sache ist. Aber das haben wir heute erlaubt, um einfach diesen Test mal zu haben. Oh Gott, was ist das denn? Aha. Die haben zumindest schon mal ein Logo, aber kein Skin. So, und dann sind wir wieder ganz vorne. Ne, in dem Fall ganz hinten. Ganz hinten. Das war der den Stopp einlegen musste wegen der fehlenden Front. Ja. So, und die Herrschaften, da war dann noch einer in der Box. Was bitte ist das denn? Ein BMW? Das ist ein BMW, ja. Die fahren ja auch mit. Die fahren, ja. Echt? Ich bin mir aber auch fast sicher, dass die Jungs die einzigen sind, die den BMW gewählt haben. Also, ja. Nagelt mich jetzt nicht drauf fest, aber ich glaube, das sind die einzigen. Ist aber cool. Also, ich finde toll. Also, jedenfalls besser als Porsche.
Ja. So. Und wieso ist Vortex Motorsport mit Thomas Patzke in der Box und auf dem 38. Platz? Da steht ein DNF dran. Das ist, glaube ich, auch schon ein paar Takte her. Okay. Ah, okay. So, irgendwie ist noch ein Team dazugekommen. Ich finde das ganz spannend. Also mit dem Rejoin hier über das R-Faktor interne Rejoin Plugin oder Möglichkeit oder wie auch immer man das nennen will. Das ist schon ganz lustig. Weil man kann ja hier auch irgendwie sagen, okay, ich gehe mir jetzt mal 6 Stunden hinhauen, repariere meinen Motor offiziell. Und ja, und fährt dann einfach weiter. Das finde ich schon gut. Ich meine, gut, mit dem Rejoin-Plugin von Marcel Offermanns ging das auch. Und wenn man 6 Stunden pausiert hat, da kam es dann auch nicht mehr auf die 8 Minuten Strafe an, die man bekommen hat. Wohl kaum, ja. So, aber Threeride Motorsport führt das Ganze, den ganzen Spaß an hier. Ja, und das auch schon recht deutlich, ne? 15 Sekunden hat er da schon rausgefahren. Ja, das finde ich doch ziemlich erstaunlich. Legt ein richtig gutes Tempo vor, der Marius. Ja, naja gut, er ist ja nun mal definitiv bekannt für seine Performance. Und Vortex mit Dennis Vorheim momentan auf der 2. Position und GAL XF auf der 3. Das sind so die alten Bekannten, die eigentlich immer irgendwie da vorne mit rumgegurkt sind. Wobei wir wohl in den letzten 2 Jahren hat Simracing PL gewonnen, ne? Also nicht Simracing PL, sondern ein polnisches Team auf alle Fälle. Wenn ich mich nicht ganz schwer erinnere. Ja. 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 Und jetzt haben wir noch so einen Namen. Ich meine, Dennis ist zwar jetzt nicht in Deutschland, hat das so ein bisschen merkwürdigen Beigeschmack, aber Entschuldigung an alle Dennisse, aber ihr wisst, was ich meine. Oder wenn überhaupt jemand weiß, was ich meine, dann ihr Dennisse. Aber Dennis Jordan, ist das nicht der, der Basketball spielt? Ach nee, der hieß anders, ne? Der hieß anders und ist auch ein bisschen älter, muss ich dazu sagen, ja? Der Dennis Jordan hier, der ist jetzt, lass mich nicht lügen, der ist jetzt gerade 18 geworden. Ach was. Ich müsste mich jetzt korrigieren lassen, aber der ist noch ganz, ganz Junghüpfer, sag ich mal, ja. Wie hat er dann 20 Jahre Basketball gespielt? Ja, das ist die Frage, die ich mich auch gestellt habe, aber da haben wir auch alle keine Antwort drauf gefunden in dem Moment, ja. Aber naja. Ja, cool. Ja, Glückwunsch nachträglich. Ja, genau. So. Jetzt gucken wir mal. So, R-Faktor-Position. Und jetzt geben wir da mal eine 19 ein. Und dann kommen wir zu, tatsächlich, das funktioniert, kommen wir zu Dennis Kieseling. Noch ein Dennis. Ja. Ja, tut mich. Genau. Weswegen ich jetzt da hingeschaltet habe, kann ich auch nicht so ganz genau sagen. Vielleicht kannst du nochmal deinen Replay machen, aber da ist irgendwas gewesen. Nee, den wollte ich eigentlich gar nicht, sondern... Wen wolltest du denn? Dann ja, die 20 wollte ich. 20, ja. Ja, das ist aber jetzt die 20. Okay. Nee, das ist die 21. 20, da haben wir ihn. Ja, genau, der Ferrari. Aber das Pagonia, den wollte ich eigentlich auch nicht. Ah doch, ja. doch, den wollte ich, genau. Okay. Und der hat nämlich jetzt eine 1 da hinten dran stehen. Ach so, in der Liste. Spalte BF, ja. Ich dachte, man könnte sehen, warum das so ist. Ah, weißt du was, wenn du wenn du mit deinem Mauszeiger auf die 1 drauf gehst, dann steht da was vom Blue Flag. Ich nehme mal ganz stark an. Ah! Dass das irgendwas mit Dings zu tun hat. Mit blauen Flaggen. Ja, BF. Also lässt sich so ein bisschen ableiten. Ja, stimmt. Blue
Fleck. Ich wäre jetzt aber auch, das hätte jetzt normalerweise noch eine Weile gedauert, bis ich mal mit der Maus drüber gegangen wäre, ja, wenn du jetzt nichts gesagt hättest. Aber das ist es, ja. Ja, das, genau. Und wenn man darauf klickt, ne, auf die 1, dann kriegst du das auch noch gezeigt. Ach, guck an. Ja. Ich sehe schon, ja, es ist eine Woche vor dem Event. Wir lernen hier noch ganz, ganz wichtige Sachen für nächste Woche. Oh Gott. Ja, Mann, ich habe 2012 haben wir dieses Plugin von Marcel das erste Mal eingesetzt. Ich meine, damals war das Scoring noch eine absolute Katastrophe. Aber dass, wenn man da irgendwo raufklickte, dass man da irgendwas angezeigt bekam, das war damals schon so. Oh. Ja, na gut, also ich muss auch jetzt sagen, ich habe jetzt auch so mehr oder weniger 2 Jahre Pause gehabt, weil letztes Jahr habe ich hier überhaupt gar nichts gemacht. Also, dass der Max jetzt überhaupt nichts mehr weiß, obwohl der auch noch viel jünger ist als ich. Aber gut, immerhin hat er die blaue Flagge entdeckt. Ja, also ich bitte dich, ne? Aber gut, aber der hat immer noch die blaue Flagge und ich weiß nicht warum, weil der fährt doch hinterher. Ja gut, das nehmen wir jetzt mal gar nicht so ernst. Ja, ist vielleicht das Beste in dem Fall, weil da ploppt doch immer mal wieder so eine 1 auf und manchmal auch eine 2, aber weiß ich nicht, vielleicht ist das auch so ein, Strafe vielleicht, die da irgendwie mitzählt oder so. Ja, ja, genau. Und, also das Plugin hat bei einer gewissen Anzahl, also vorher wurde ja dieses Plugin dazu benutzt, dass man in der R-Factor Training Session ein Rennen fahren konnte. Und da musste halt alles, was R-Factor normal in der Race-Session macht, in dem Plugin umgesetzt werden, unter anderem auch die Strafen. Und da war es dann so, dass wenn man so und so viele blaue Flaggen bekam, in irgendwelchen Zeitabständen, dass dann automatisch eine Stop-and-Go oder Drive-Thru ausgesprochen wurde. Die wurde zwar nicht durchgesetzt, also das heißt, das Team wurde nicht disqualifiziert, aber es wurde vermerkt. Und wenn man dann als Race-Control dann irgendwann diese Logs durchgegangen ist und hat dann gesehen, hatte hier, was weiß ich, eine 30-Sekunden-Strafe und hat die nicht abgesessen, dann konnte man den hinterher noch bestrafen. Oder man konnte halt, wenn man es live gesehen hat und der hat die Strafe nicht abgesetzt, konnte man ihn einen Disconnect verpassen. Ja, hat ihn einfach getrennt und dann musste er rejoin und hat seine 8 Minuten Strafe gekriegt. Sowas war dann möglich. Genau. Ja, wunderprächtig. So, jetzt sind wir hier aber lange genug gewesen. Wie sieht es denn eigentlich weiter vorne aus? Haben wir da auch noch irgendwo was Spannendes? Also in der LMP doch auf der Position 13, was hier bei uns die 17 ist, könnte es relativ eng zugehen, wenn ich denn dahin käme. So komme ich dann, kommst du dahin? Kannst du mal eine 17 eingeben? Ich mach mal die 17. Die 17 gibt es nicht mehr. Weil der ist jetzt weg. Welchen Fahrer möchtest du denn haben? Nee, der ist weg. Ach so. Der ist aus dieser Liste raus. Ich weiß nicht mehr. Dann machen wir doch mal statt der... Machen wir doch mal die 16. Die geht auch nicht. Aber kann das sein, dass ich die alle kicke jetzt hier? Ich will nicht hoffen, dann haben wir gleich keinen mehr zum Zeigen. Ich glaube, jetzt haben wir sie. Doch, jetzt ist sie da. Das ist nämlich Martin Schmidt. Aber der hat jetzt auch nicht wirklich, also da war eben irgendein Zweikampf, aber der ist jetzt auch weit weg und dann könnten wir mal zu Agnes Riera gehen auf die insgesamt die Position 8. R-Factor müsste das die 10 sein. Magst du das mal probieren? Das sieht gut aus. Voll, ne? Ja. Da fahren wir doch jetzt einfach mal ein bisschen mit, würde ich sagen. Ja. So, schön oben aufs Auto gesetzt. Ja, ist wieder unser berühmter Helikopterpilot. Ja, 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 genau. Das ist der Hund, der bei 180 aus dem Fenster guckt. Ganz genau. Ja, und der Agenis, der verfolgt jetzt gerade den, jetzt muss ich gerade mal auf den Zettel gucken hier, Stefan Dienicke ist das da vorne. Das würde mich wundern. Da steht halt so in der Liste, ne? Geht da, ja, ist auch so richtig. Gut. Ja,
Wisse, jetzt könnte ich sehr, würde ich sehr gerne eine Zigarette rauchen, wenn ich denn noch rauchen würde. Ja, hast du denn eine da? So, für den absoluten Notfall. Nee. Nicht. Nach anderthalb Jahren habe ich die nicht mehr. Nee. Okay. Oh, bisschen Grünstreifen hier vom Agenis. Ja. Also, da muss man auch ganz schön aufpassen, gerade am Ausgang der Porsche-Kurven. Also ich würde auch meinen, dass er hier in den Kurven ein bisschen Nachteil hat. Also er hat ein bisschen Platz verloren, finde ich. Er war eben schon mal dichter dran, aber kann gut sein, dass er wirklich dann den Flügel ganz unten hat. Und dann hat er ein bisschen das Nachsehen. Falls uns Steffi Karnitz zuhört, das ist nicht die Frau von Stefan Karnitz, sondern es ist Stefan Karnitz, kommen die Plakate noch auf die Strecke? Ja, das wäre schon schön. So, und jetzt ist er in einer wunderprächtigen Position, um jetzt auf der Mulsanne Straight hier oder hier ist Henniersch irgendwie da vorbeizukommen, wo das jetzt schon fast ein bisschen weit weg ist. Oh, abwarten, wenn der Windschatten erstmal greift, dann geht da was. Ja, aber bis er greift, ist er auch schon wieder an der Schikane. Nee, das wird nicht passen. Haben wir denn dafür Top Speeds? 356, 348. Oh, ja, ordentlich Dampf auf dem Kessel. Ja. Ja, und irgendwie ist tatsächlich so aus den Kurven raus, da fehlt ihm ein bisschen Abtrieb. Da kann der vor ihm fahrende Dach ein bisschen eher, der Stefan Dänicke, etwas früher aufs Kast gehen, wie es aussieht. Und das reicht dann immer wieder bis zur nächsten Kurve. Ah, jetzt hat aber hier den Eingang der Schikane deutlich besser erwischt. Zwei, drei Wagenlängen hat er gewonnen, aber die letzte gerade jetzt hier ist ein bisschen kürzer. Aber bietet halt am Ende eine gute Möglichkeit zum Überholen, aber das ist zu weit. Also ich denke mal, dass der Topspeed sich gar nicht so sehr unterscheidet. Geht der Stefan quer. Ja, so ein bisschen. Leicht überbremst. Und jetzt hat er den Windschatten, den er eigentlich vorhin schon gebraucht hat. Und jetzt Richtung Indianapolis wird natürlich spannend. Ja, und da geht er natürlich auch raus, weil da muss er eigentlich auch hin. Jetzt hören wir aber mal auf. Nee, das war gar nicht mal jetzt Kampflinie fahren. Nee, das kriegt er nicht hin. Also man kann jetzt dem Stefan, man könnte mit ein bisschen bösen Willen sagen, er hat bis Kampflinie gefahren, aber ist er gar nicht, weil ein bisschen ruckelig vielleicht, aber er musste schon immer irgendwie auf die Ideallinie zu der nächsten Kurve. Ich will mal versuchen, ob man das hier auch zeigen kann. Oh, kann mal einer die Fenster putzen? Das ist ja grauenhaft. Oh, jetzt kommt noch eine Überrundung von einem GT ins Spiel. Das ist jetzt natürlich eine ganz spannende Geschichte hier. Und bleibt da hängen. Er bleibt. Jetzt kann Stefan sich lösen. Da hat er jetzt natürlich Glück gehabt. Ja. Also alle, die jetzt sagen, oh, das ist ja gemein. Also das gehört nun mal dazu. Und über so ein Rennen, zumindest über ein 24-Stunden-Rennen hinweg gesehen, neutralisiert sich das. Da hast du mal Glück, da hast du mal Pech. Das ist alles nicht so, wird alles nicht so heiß gegessen. Was mich aber freut, ist, dass die Abweiser, um die es doch tatsächlich ein paar Diskussionen gab, die Stefan hier eingebaut hat. Das wollte ich nicht, ich wollte das. Dass die tatsächlich Wirkung zeigen. Also die sind recht heftig und Stefan hat sie dann nochmal ein Stückchen weiter weggesetzt, aber genau so weit, dass die Autos, zumindest die LMPs, noch gezwungen sind, dort sauber zu fahren. Allerdings muss ich ehrlich sagen, habe ich mir das heute angeguckt im echten Rennen. Das interessiert keine Sau, wo da eine Streckenbegrenzung ist oder nicht. Die sind da rausgefahren, ehrlich. Ich dachte, Halleluja. Ich habe ja schon immer gesagt, den einzig wahren Motorsport gibt es nur im Simracing. Da wohl jetzt keine Freunde gemacht. Aber egal. Da
Da hat doch bestimmt auch gar keiner gehört jetzt. Nee. Guck mal. Der Stream geht die ganze Zeit schon. Könnt ihr alle keinen Stream sehen? Mach mich nicht wahnsinnig. Quatschen wir hier für die Katz oder? Oh! Er geht wirklich nicht. Ach du Kacke. Mag aber ehrlich gesagt nicht unterbrechen, weil er läuft. Jetzt gucken wir mal auf Dailymotion. Nee, da läuft er auch nicht. Ja, was ist das denn für ein Scheiß? Gut, dann fummel ich das dann morgen zusammen. Nützt ja nichts.